Und damit herzlich willkommen zum nächsten Spiel. Heute habe ich mir den Mario dabei geholt. Guten Abend. Und wir gucken uns den Kevin mit Maverick gegen den Christoph mit Moon Stompy an. Traditionell für Maverick eigentlich, glaube ich, ganz okay. Ich meine, du hast da mit Maverick ein bisschen mehr Ahnung wie ich, aber Ja. du hast ja drei oder vier Basics drin, wenn du die Early rauskriegst oder so ein Mana Dork. Ja, sollte jetzt nach dem Stand der Dinge soll er ziemlich gut sehen. Er Und wird Frage. wahrscheinlich fetchen auf dem Basic. Auf dem Forest wäre halt ganz gut, wenn er halt Wenn weiß, das wohin weiß. er, wenn er weiß, wohin er spielt. Das ist halt Ja, irgendwie ein aber. wunderschöner Schwarzwald-Forest. Wunderschöner Und Schwarzwald-Forest. darauf kommt noch irgendein Cantrip. Cantrip? Cantrip wäre blau. Mana Mana-Dork, meinst du? Dork. Ja, genau. Mana Dork Genau, irgendwie so. genau. Und wenn es für X gleich 0 ein. Dann würde ich ihn schlagen, dass er die ganze Zeit so gemischt hat. Green Sun Seal ist. Vielleicht, dass er dann einfach den Green Sun Seal zeigt. Aber ne, es sieht nach einem Noble Hierarch aus. Oder einem Gilded Goose, glaube ich. Gilded Goose ist, glaube ich, auch auf der Hand, wenn ich es richtig gesehen habe. Ja, vom Moon Stompy. Ich sehe einen Khan. Ansonsten, da ist ein Und Soul Land. das war das Besondere, Afra. ne? Wie bitte? Das war das Besondere, wenn er jetzt ein Land legt, dann. Genau, muss es opfern. City of Genau. Traitors into, oh mein Gott, into den Goblin Rebel Master. Ja, der bringt Das, immer einen Einsatz, mit der angreifen muss. ja, und das jede Runde nochmal ein mehr, das ist schon ziemlich gut. Kann gegen Maverick auch so easy gewinnen. Er ist ein Splash mit Abrupt Mainboard. Aha. Und da kommt der nächste Mana Ja, da Dork. ist der Gilded Goose. Wunderschöne Tokens übrigens. Tokens sind von beiden Seiten, von tokens4mtg.com. Einmal ganz kurz, die Leute, die sich dafür interessieren, für hübsche Tokens, können mal in die Beschreibung gucken. Da ist ein Code, wo man da noch ein bisschen den Channel unterstützt und Dinge gratis bekommt. Der Blood Moon kommt ein bisschen spät. Der lohnt sich jetzt auch nicht mehr, weil er zwei Mana Dogs hat. Genau, also. Plus er kann den Guild ganz. Die komische Gans, da kann er jede Runde Genau, sich noch ein einen Food Food noch machen, machen, ja. wenn er jetzt. Ich sehe einen. War das ein Gideon? Ich sehe gerade nicht, ich habe es nicht gesehen, aber er spielt irgendwas für. 4 Mana, also vermutlich Gideon. Ja, und Gideon, Ally of Zendikar. Ja. Weil ich weiß, dass Kevin in der Konstellation aktuell keinerlei Stormforge spielt. Und deshalb eben mehr Planeswalker reingenommen hat. Legen wir mal kurz in die Ja, Masse dann aus, da hast hier du ihn. wird die Token gleich ausgetauscht gegen den Token von MTG.com. Weil was er da benutzt, ist Arcane Post. Und ich versuche das ja einheitlich zu halten, tatsächlich. Gerade auch, weil sie ja eben den Channel ein bisschen sponsern. Hier der Gideon. Der kann so ein Game alleine gewinnen. Ja, ich denke auch, dass der das Game hier Besonders aktuell. der andere mit einem Land, ne? Ja, vor allem mit einem Blood Moon. Also, das bedeutet, den Khan, den er auf der Hand hat, kriegt er nicht so schnell raus. Hier wird er geplus. Nee, wird. Der Nuller-Effekt gemacht für Er hat auch einen. den 2-2er geholt, ne? Ja. Ja, genau. Hier wird jetzt wahrscheinlich ein Moon gespielt und Go gesagt. Na, Chalice könnte noch auf 1 kommen. Haben die Trinisphäre im Deck drin? Ja. Aber auch hier die Chalice ist für 1 sehr, sehr spät. Die hätte man gerne in Turn 1 gehabt, damit eben nicht die ganzen Mana-Dogs kommen. Ha, wahrscheinlich nicht auf der Starthand gehabt. Und jetzt steht da so ein kleiner Goblin, eine Menge Allies gegenüber. Ja, wobei die Kern von Kevin gerade auch nicht mehr wirklich Er ist nicht mehr Schlag gut. fertig sind. Aber er kann für drei swingen gehen durch den Noble Hierarch-Effekt. Da kommt noch Aber da was. kommt noch was. Oh ja, da kommt noch Knight. Oh, Knight Oh. of the Reliquary. Der ist 3-3 aktuell. Kennst du nicht? Ist Oh Mann, ich habe ziemlich lange kein gut. Maverick mehr Die gespielt. Situation ist übrigens ziemlich witzig. Kevin beschwert sich darüber, dass Christoph den Knight nicht kennt. Ah, der ist einfach Was. 2-2 Genau. und kriegt für jedes Land in dem Friedhof des Besitzers 1 plus 1 plus 1 und Genau. den kann er tappen, nachdem er also die Runde überlebt hatte Ja. und darf dann Wald oder eine Ebene. Ebene, genau, opfern, um sich irgendein Land aus dem Deck zu suchen. Ja. Und die Betonung liegt hier wirklich auf irgendein Land. Genau, das ist ziemlich cool. Der Punkt war, dass Kevin sich in dem Moment super erschreckt hat, dass irgendeiner, gegen den er relativ viel auch gespielt hat in letzter Zeit, den Knight trotzdem nicht kennt. Da ist Kevin einfach aufgefallen, dass er schon ewig lange schon kein Maverick mehr gespielt hat, weil er die ganze Zeit nur seinen veganen Pile spielt. Aber ich glaube, jetzt haut er gerade mit Syndicate, mit dem Ja, mit Gillian dem zu und Gideon mit dem. und mit Er dem muss halt blocken, Knight. genau. Das Genau. wären, glaube ich, 5 Schaden. Der Gideon ist 4-4, Oh, der Illimitrika Knight greift nicht mit 5-5. an.
Der Knight hat nicht mit angegriffen. Der Knight kommt gerade rein. Der Ellie. Der normale wegen Edelmut-Trigger. Ja. Wegen Edelmut-Trigger wahrscheinlich. Gehe ich auch von aus. Und noch einen Blocker zu haben. Genau, weißt du, wenn jetzt nochmal haben, ist der ganz gut. Aber ich glaube, hier hätte man trotzdem free schwingen können. Ja. Hier fehlt jetzt ein... Ah, das ist ein Chromox. Ist ein Chromox auf der Hand? Das habe ich jetzt gesehen. Und das Problem ist, ich sehe auch, dass... Ich glaube, dem fehlt ein Mana. Im ja, Moment, so ich gefühlt. Denke auch. Weil du willst hier Chromox, Khan und dann die Bridge aus dem Sideboard holen. Und das Problem dabei besteht, glaube ich, darin, dass sobald Kevin irgendwie an Green Sunsenit oder ähnliches drankommt, dass sowieso dann die Bridge nicht lange hält. Weil er halt mit einem grünen Mana und X gleich 2 sich einen Quasali Bright Match oder für X gleich 3 den Knight of Autumn. Genau, den Herbstritter. Kann. Die Herbstritterin. Tatsächlich spielt er die auch. Er hat den Quasali, glaube ich, gar nicht mehr drin aktuell. Die Liste nicht mehr so im Kopf. Also den Quasali spielt man meistens dann, wenn man diesen mit Revengate da spielt. Den Renegade Rally, ja, den spielt er aktuell nicht, das weiß ich. Damit man den wieder als Zweier-Slot aus dem Friedhof genau, holen kann. Genau, das ist eine ziemlich gute Kombination an zwei Karten tatsächlich. Ja, kannst ja auch Talia mit dem rausholen. Genau. Und hier geht das gesamte Team schwingen für 10. Das ist schon, hier wird nachgeguckt, ob der Ellie auch angreifen muss. Aber ja, wird getappt beim Angreifen. Ja, für 10, das ist schon ziemlich beeindruckend. Ich glaube auch nicht, dass es da jetzt aktuell eine Möglichkeit gibt, wie der Monorail Prison-Spieler. Warum für 10? Ich sehe gerade nicht, wie groß ist dieser Ellie? Der Knight of Zendikar ist 5-5 und der 5, normale 5, 5, 5. Knight Ellie ist 2-2 und der Knight of the Reliquary ist 3-3 und ja. Schade, dass man jetzt nicht selber wastelanden kann oder aber da wird... Da ist eine Aufgabe von einem... Oh, zweimal Khan, zweimal Chromox... Und ein Massenzerstörer. Für den Chromox brauchen wir aber eine farbige Karte, richtig? Genau, eine farbige Karte. Da kann man noch nicht mal den Khan rein imprinten. Deswegen hat er. Man braucht eine Nicht-Artefakt-Karte, aber wenn man eine farblose oder eine Devoid-Karte reintut, macht es keinen Mana. Gar nicht. Mhm. Noch nicht mal farbloses. Ja, jetzt 1-0 für Maverick. Das ist schon mal ganz gut, wenn sie das erste Spiel gewinnen können. Aber im zweiten und dritten wird es halt besser, tatsächlich. Im Sideboard ist sehr viel drin, wo man denkt, Ja. Je nachdem, welche Liste jetzt aufgeführt ist. Ich hab's gesehen, schwarz. Ja, schwarz ist mit dabei. Ja, da kommt schon das Conscious Judgment, was er da ins Deck und Deck drin lässt. Ja, ja, Kevin macht das ja tatsächlich von uns allen als meiner Meinung nach am richtigsten. Das ist eigentlich kein deutsches Wort, das weiß ich. Aber er macht es am richtigsten, dass er einfach seine 15 Karten aus dem Sideboard nimmt und die einfach in sein Deck mischt, wenn er sideboardet. Und dann einfach 15 Karten, die schlecht sind, wieder rausnimmt. Damit weiß halt der Gegner genau, wie viele Karten er reingenommen hat und wie viel er wirklich rausgesideboardet hat. Der Gegner kann, es kann auch sein, dass Kevin 15 Karten reingenommen hat und 15 Karten wieder rausgenommen hat. Und praktisch nicht geboardet hat. Nicht geboardet hat und der Gegner denkt sich so, oh scheiße, was macht er jetzt? Ja, genau und das. Das ist schon, und das machen tatsächlich sehr wenige von uns. Das ist auch so Mikro-Entscheidungen. Sehr lustig ist das, glaube ich, bei dem Goblin Charbelcher oder Old Spells, wo man eben auf den Friedhof gehen kann. Ja, hier ist ein Mulligan von beiden. Alle beide starten mit 7 Handkarten, wovon sie eine unter das Deck legen müssen. Genau, der neue auch nicht mehr. Ist aber auch fast ein Jahr alt, der London Mulligan. Zeit vergeht. Ich habe ihn persönlich noch nicht gespielt. Nicht im Paper, ja. Online ist das ja was anderes. Ja, aber da geht das von alleine, da die runterkriegt. Ja, genau. Boah, die Hand, ist das ein Green Sunsenit? Ein Abrupt Decay? Ich habe jetzt extra mehr Noble Hierarch habe ich gesehen. Und ein Wasteland, glaube ich. Wasteland, Bayou und einen Maze. Da wird sich schon mal mit seinem Teammate beraten. Das ist auf jeden Fall. Man kann mit dem Green Sunsenit halt in der zweiten Runde was Cooles holen oder in der ersten Runde einen. Ich würde noch nicht mal auf die erste Runde gehen, weil den Green Sunsenit willst du in dem Match aufhalten für halt so Threats. Ja. Die juckt die, wenn du die Triad Arbor den holst, wenn du da einen Noble Hierarch hast, dann nimmst du lieber den Noble Hierarch. Ja, ist halt die Frage, wie schnell der Gegner auf Blood Moon oder ähnliches kommt. Weil selbst dann hast du ja Antworten dann. Ja, mit der Triad hast du immer noch einen 1-1-Beater. Aber der macht gegen diesen Goblin auch nichts mehr. Nee, tatsächlich nicht. Aber da kommt wahrscheinlich Chalice. Mountain, Chromox, Chalice wäre.
Und Go. Go? Das ist hart. Und die Chandra. Vor allem die Chandra-Exile, das ist ziemlich viel Value. Das ist Windoption Nummer 1, ne? Plowshare. Schon mit Swords to Plowshare ist nicht schlecht. Aber ich glaube, wie gesagt, man hat hier die Green Sun sind die Option. Wenn du sagst, du würdest es ja auch nicht machen, ich kann die Argumentation verstehen, dass man da halt sagt, okay, man will lieber in der zweiten, man wird ein bisschen gierig. Und dann guckt man halt, was dabei rumkommt. Er hat halt leider gar kein Fetchland auf der Hand, wenn ich das richtig sehe. Nee. Und wenn es dann noch der Punkt ist, dass der Gegner nur drei Handkarten nur noch hat, die Wahrscheinlichkeit, dass er einen Blood Moon hat, ist sehr gering. Also ich würde hier auch, genau, denken, aber ich weiß ja jetzt, was kommt. Wenn es Blood Moon kommt, dann wird es schwer. Blood Moon. Ja, das tut weh. Ja. Jetzt muss er nur noch auf eine von seinen drei oder zwei. Da sind zwei Tage mit dem Sansenet, Mountain Go. Die Dinge sind ganz gut, die Force of Virtue. Nee, Force of Vigor. Force of Vigor, kannst du eine grüne Karte abwerfen und dann aber im Gegnerzug, glaube ich. Im Gegnerzug und dann zwei Artefakte und oder Verzauberungen zerstören. Und das könnte halt hier beides abräumen. Also und zu der Goblin, da ist sogar das Force. Das ist natürlich. Das ist schon ziemlich Premium. Schade, dass er kein zweites farbiges Mana hat. Wie grün oder so. Ja, aber hier kann er tatsächlich kleinere Tricks machen. Er kann zum Beispiel das Force of Vigor in Combat spielen und kann dann seine Mace benutzen, um den Goblin zu enttappen. Aber willst du als zweites Target wirklich den Chromox nehmen? Besser als nichts. Gerade jetzt. Kommt der dritte. Also, oh. Ja, hier musst du, glaube ich. Also da kommen jetzt drei Goblins. Schön drei unterschiedliche. Das sind fünf, sind acht. Oh, er nimmt den Schaden. Okay. Ich glaube, das ist ein Fehler. Ich glaube, hier hätte man einfach Force of... weil er es ja eh macht, genau. Force of Vigor spielen sollen und hätte dann mit dem Maze of If fünf Leben haben können. Oder? Sehe ich da aber irgendwas nicht? Ne, ist alles richtig. Ja. Also falsch gespielt von Kevin an der Stelle, aber... Es wird ihm auch das Spiel jetzt nicht mehr kosten. Also dadurch, dass der zweite Rebel Master kam und er kein Weiß gezogen hat, um einen wenigstens rauszunehmen oder ein zweites Grün, um das Abrupt Decay zu spielen. Und dann sehen wir jetzt nächste Runde. Die Frage ist, ob er jetzt halt an das Maze denkt. Ich hoffe es ja so ein bisschen. Vor allem, wenn er den Gegner jetzt auch vom Mana abgeschnitten hat, wenn er jetzt kein Land zieht. Er erzählt es gerade nochmal. Es wird gerade drüber geredet, dass es hätte machen sollen und damit hätte er vielleicht seine Fehler. Einen Fehler selber auch schon gesehen. Auch mehr Tokens. Ja, dann ist all in. Genau, geht einer raus. Und das sind 5, 7, 12 Damage. Das heißt, er muss. Ja. Hier wird auch noch nicht mal probiert zu blocken, hier wird einfach aufgegeben. Ich hätte in der nächsten Runde das. Weil nächste Runde allein die Goblins schon tödlich sind, dass. Ja, die kommen ja trotzdem jetzt noch für 5 Goblins, genau. Werden auf 6 das wird geschoben. Runter, ja, das wird geschoben. Das war tatsächlich vielleicht diese 5 Schaden, aber ich bin mir nicht sicher, ob die einen Unterschied gemacht hätten. Bei Doppel Rebel Master. Hat er diesen schwarzen Black Engineering drin? Black Engineer dürfte im Zapper auf sein, Goblin. Der hätte jetzt natürlich, wenn er jetzt geblockt hat, aber er hatte kein Land mehr. Hatte auch nur zwei Länder da. Das ist das Problem. Er hätte zwei Karten einer Runde ziehen müssen. Ich habe gehört, das ist ohne Brainstorm recht schwierig. Ja, besonders mit wenig farbigen Mana ist das schwierig. Das ist korrekt. Da ist ein Forest, Snow-Covered Forest. Da ist ein Talia. Birds of Paradise. Okay, er spielt also Birds und Goose. Talia. Genau, Talia. Da hinten ist eine Checkkarte gewesen. Das ist der Gideon. Ist er der Gideon? Seht ihr der Flip Gandy. Nee, nicht der Gideon, der Flip Garruk. So, der Garruk, okay. Ja. Den Garruk spielt er im Moment, okay. Ja, Flip Garruk und Gideon. Das sind so seine zwei Plans, wo er aktuell spielt. Garruk. Der Garruk schießt halt kleine 2-2er-Dinger ab. Und transformiert sich, ne? Transformiert sich, genau. Das ist schon nicht schlecht. Hier ist ein Mulligan von Moonstompy. Ja, die Hand habe ich mir jetzt nicht angucken können. Nee, ich auch nicht. Tatsächlich ging zu schnell. Aber von Maverick, ich finde es halt interessant, dass er Goose und Bird spielt, nachdem er so hart drüber geredet hat, wie unglaublich besser der Goose ist. Ja, einer ist gut. Zwei sind jetzt wieder. Zwei ist auch voll okay, weil er immer noch 0-2 ist. da kann man tatsächlich auch mal gucken, er hat auch zum Maverick hat er jetzt nochmal ein zweites Deck hochgeladen, wo er dann nochmal drüber redet.
Und genau diese Änderung zum Beispiel erklärt, warum er den Bird auf jeden Fall nicht mehr spielt. Ja, der Bird ist halt leider hinten nur 0-1, oder? Ja. Und er kann halt kein Food machen. Und Food machen ist halt tatsächlich ganz cool. Ja. Gerade im Burn. Food into Oko ist cool, aber. Ja. Dann ist er wieder eine Maverick-Liste, die ein bisschen blaulastig ist, genau, statt schwarz. Gibt's ja auch. Es gibt ja auch. Also die Leute, die dann keinen Schwarz spielen, sondern eher Blau spielen, die gibt's natürlich auch. Und da ist dann halt der gute Oko. Maverick kannst du, solange du grün-weiß bin, halt das, glaub ich, im Moment mit allen anderen Farben spielen. Ob du rot Varianten spielst mit. Sag schon schnell, Burn of the Punishing Fire Combo oder Burn, genau, Rot hat auch super Karten im Sideboard, um gerade Magnetic Sinkhole allein gegen Planeswalker ist auch ziemlich gut. Deshalb, also das geht auch. Oder Huntmaster geht auch, das ist auch mega super Threat. Karte, ja, und je nachdem, wie man das dann aufbaut, kann man dann tatsächlich auch einen Companion spielen, wenn die bis jetzt noch erlaubt sind. Wir wissen es ja noch nicht. Wir sehen's. Ja, Mountain Chromox. Mountain Chromox, das ist kein guter Start. Das habe ich alle schon mal gesehen. Da war ein Goblin, den habe ich auch schon mal gesehen. Ist das ein Chalice? Ah, Chalice war eins. Chalice auf 1, das geht. Ja, wäre halt schade gewesen für Kevin, wenn Christoph an der Stelle angefangen hätte. Da hat er ein bisschen Glück gehabt, dass er selber anfangen konnte. Weil somit kommt jetzt Italia. Und somit kosten alle Nicht-Kreaturen-Zauber, egal von welchem Spieler, einen mehr. Das tut dem Moonstormy tatsächlich sehr weh, weil man spielt da drin aktuell halt 3 Magus auf dem Moon, 4 von den Goblins, das war's. Alles andere sind Non-Creatures. Ist hier auch eine Ensnaring Bridge? Aber er zieht kein Mana, der Kevin, der Gute. Ich glaube, das war auch wieder kein Land. Aber er hat da 2 da. Ja, genau, das ist halt jetzt der Vorteil. Das ist halt der Vorteil jetzt, der wirklich dieser Bird Vogel in dem Moment hat, ja. Aber jetzt hat er Mana-Value. Jetzt hat er Mana-Value. Ja gut, er kann halt den Forest bouncen, kann den Bird enttappen und halt wieder 2 Mana. Genau. Und kann noch mal Land spielen. Hey, guck mal, ich habe Land gespielt. Er kann damit halt so ein bisschen was stecken, dass er kein Land hat. Kein Landdrop. Der ist halt mit dem Knight halt ziemlich gut, wenn du Dark Deck spielst oder Doppelfetchen gehst. Oder. Ja. Zu viele. Er hat auch Schutz vor Blau, die Kreatur. Ist zwar gegen das Matchup jetzt nicht so der Wahnsinn, aber der Effekt ist halt super. Oh, Rebel Master. Das ist nicht schlimm, er kann einfach die Talia wieder enttappen lassen und die Force auf die blocken. Aber er lässt einfach Schaden resolven. So, jetzt die Frage, kannst du hier, du kannst hier Mana generieren. Du tappst den. Ja, kriegst 4 Mana jetzt. Ja. Tappst den. Nimmst Force auf die Hand. 2. Dann tappst, nimmst Force wieder, hast 4 Mana. 2 Mana. 3 Mana. Die Frage, ob man jetzt den 4. Mana macht und dann einen Gideon spielt und mit dem Gideon den abschießt. Nee. Ja, er braucht ja für Talia 5 Mana für den Gideon. Stimmt, Gideon kostet. Und deswegen hat er auch Council Judgment gerade gespielt. Oder nehme ich die Chalice und versuche weiter zu spielen. Wenn du den gleichen nimmst, ist das sehr vorteilhaft für dich. Gut. Council Judgment habe ich jetzt bisher einmal erstmal erlebt, dass man in Paper eine zweite Karte genommen hat, um 2 Karten zu verlieren. Und das war sogar wichtig. Ich könnte halt jetzt noch einen Hierarch. Wurde halt ein Blood Moon und eine Ensnaring Bridge genommen. Und dann dachte ich mir, warum macht er eine Ensnaring Bridge? Und nächste Runde hat er dann einfach Sneak Attack und Emrakul cool gemacht. Und ich dachte, was ist das denn für ein Gegner? Und ich hatte verloren, weil ich das Council gespielt hatte, weil er keine Möglichkeit hatte, seine eigene Bridge loszuwerden. Und so hatte er dann noch eine Möglichkeit, die Bridge loszuwerden. Genau. Oh, da kommt der Councils auf. Du könntest natürlich auch den. Auf der Chalice? Chalice tatsächlich. Ich dachte, hat er keinen Force of Vigor auf der Hand, die ich da eben gesehen habe? Nee. Tatsächlich anscheinend nicht. Also, die Chalice hier zu nehmen, zeigt mir, dass er wahrscheinlich noch einen Mana Dog auf der Hand hat. Ja, hat er. Um seinen Mana zu rampen. Aber er hat sich auch jetzt die Talia offen gehalten. Ja. Obwohl ich hätte die sogar mit zwingen lassen. Zum Angreifen. Und einfach nur, falls der Gegner daran denkt, wenn der Rebel Master reinschießt, einfach gerade mit Talia zurück so auf die Hand. So eine Falle aufstellen. Einfach mal für 2 mitzwingen. Anstatt nur für 1. Ist nicht ähnlich. Klar, wenn er jetzt noch ein zweites Land zieht. Oh, auf 1. Ja. Chalice kommt direkt wieder. Ja. Kostet aber mal noch mehr. Ja, genau. Ist aber tatsächlich schon ganz, ganz mies, wenn man sich da so hart jetzt drum gekümmert hat, die loszuwerden.
Ja, und dann kommt die halt einfach wieder. Ach, noch hat er ein paar Threads auf der Hand. Ich habe noch einen Knight gesehen, das Sword. Ja, da kommt gerade ein Sword. Spielen. Das Sword ist schade, dass er es nicht spielen kann. Man überlegt dann immer auf der Hagen-Karte, auf der, wenn man die dann hat, so, na, darf ich nicht spielen, darf ich nicht spielen. Yeah. Dann lege ich die immer weit nach unten irgendwie oder drehe die um oder so, damit ich weiß. Umdrehen ist nicht so intelligent, dann sieht der Gegner die. Nein, umdrehen im Sinne von 180 Grad auf den Kopf drehen. Genau. Aber da kommt die Mana-Maschinerie einfach mit einem Land. Das ist. Oh. Ja, 4 Mana. Greenstar. Er holt sich Greenstar für x gleich 2. Ja, muss er. Für x gleich 2. No, Talia. Was willst du hier holen? Wollte mal gucken, ob. Entweder das mit den aktivierbaren Fähigkeiten, diesen 2-2 Collector Oomph oder wie der heißt. Ein Gardok Tag. Oh, ein Gardok wird sich genommen, okay. Der ist natürlich gegen Chandra, schaltet der gegen das Deck aus. Mhm. Er schaltet. Was schaltet er aus? Khan. Und natürlich Fiery Confluence. Die allen Kreaturen ein Damage schießen würde. Was hier tödlich wäre. Ja. Für Kevin. Das würde ihm das Genick brechen. Und er hat nochmal einen zweiten drauf, der 2-2 ist. Also hinten eine 2 hat der einfach nochmal einen von diesen komischen Goblin blocken kann. Ja, sehr interessant. An der Stelle. So langsam das Moonstormy, glaube ich, in einer Situation, wo es nicht mehr so leicht was machen kann. Wenn es jetzt eine Bridge liegt, dann sieht es aber auch schwer aus für den anderen. Also dann wird es fürs Maverick erstmal schwerer werden, bis halt das Force of Vigor oder Vigor, das Force of Vigor kommt. Beziehungsweise wenn er auch irgendwie den Bird abgeschaltet oder den Flieger, den anderen, der die ganze Zeit immer 4 Mana generieren lässt. Da ist auf jeden Fall Ensnaring Bridge. Sind 2, boah. Ich glaube. Ja, Ensnaring Bridge und Chromox. Die letzte Karte habe ich nicht mehr gesehen. Doch noch ein Khan. Den kann er nicht casten. Das heißt, er wird nie komplett safe sein. Er kann natürlich. Oh, was er machen kann, ist, er kann den Chromox spielen. Kann den Khan zwar imprinten, weil er kein Artefakt und kein Land ist. Er bekommt keinen Mana aus dem Chromox, aber er kriegt seine Hand leer. Für den Ensnaring Bridge? Ja. Ist die Frage, ob das es hier wert ist, weil ich halt nicht glaube, dass er So würde er troppen auf 2 Karten und da Kaditalia und noch der Gardok durch. Es ändert sich halt nichts an Bord und man verliert halt Goblin. Man könnte jetzt versuchen, die ganze Zeit hinter einer Ensnaring Bridge sich zu verstecken, um eine Menge Goblins anzusammeln und die dann auf einen Schlag zu releasen. Aber er kann ja, er muss ja immer angreifen, weil er muss immer dann die Handkarte vor dem Angriff abbauen. Genau, er muss irgendwie voiden. Und das Problem wird dann halt sein, wenn dann ein. Kosten Mana. Wenn dann halt irgendwie ein Planeswalker oder sowas kommt, dann ist er halt auf einer Handkarte. Da geht der Khan. Ja genau, der Move wird jetzt auch gemacht. Der Move wird jetzt auch durchgezogen. Genau, und dann für 4. 3 Mana. 4? Ah ja, Ensnaring Bridge. Talia noch eins. Genau, da geht man in Combat, kriegt man einen Goblin, darf nicht angreifen. Jetzt muss man halt beten, dass die Top 20 Karten des Decks kein Planeswalker, kein Fiery Confluence sind. Das ist halt schwierig. Naja, oder kein Force of Vigor oder kein Abrupt Decay oder es gibt halt auch viele Outs für den Maverick-Spieler, um einfach gerade den Snurium Bridge einfach down zu legen und was zwingen gehen zu können. Ja, genau, das stimmt. Aber er hat immer noch den Gardok da liegen, ne? Also selbst wenn da ein Planeswalker kommt, selbst wenn da. Achso, deswegen meinst du. Spielen, deswegen. Und dann würden die Goblins released. Genau, das wäre halt das Problem. Ja, ja. Also ich glaube, dass das nicht so cool wäre. Ich hatte jetzt ein Land gefunden. Das Land enabled ihm aber kein weiteres Mana, oder? Doch, eins. Dann ist er diese Runde bei 5. Er bleibt trotzdem bei 4. Ich habe ja jetzt meine 3 Mana da. Er kann wieder enttappen und Land wieder zurück aufnehmen. Hat immer noch 4 Mana. Kann halt nur kein Land spielen. Ah, nee, stimmt. Er kann das Land ja nicht mehr spielen. Ja, stimmt. Er macht einfach kein Mana. Interessant, man droppt ein Mana, ein Land und hat kein zusätzliches Mana. Boah. Ja, wieder vor die Runde, aber es ist der Mechanismus mit diesem, du machst mit einem einzigen Land, kannst du 4 Mana machen, mit einem Bird ist schon, und das in Turn. 2. 3. 2. 2 kannst du ihn droppen und den Quatsch durchziehen. In 3 hast du dann die 4 Mana, genau. Ja, in 2 hast du dann die 4 Mana schon, theoretisch. Aber 2 benutzt du ja. Ja, genau. Das heißt, in Turn 2 hätte Kevin eigentlich diesen Mana-Dock legen können und die Talia, wobei er sich für die Talia entschieden hat. Genau. Und ich meine, man hätte beides auf der Hand gehabt. Ich weiß es nicht, es kann sein. Ja. Ich habe es nicht drauf geachtet, tatsächlich.
Was ihm jetzt auffällt, ist, er will jetzt nicht die 5 Mana in den Garruk machen. Er könnte jetzt die... Ah ne, er kann den Garruk ja auch nicht mehr spielen. Er darf ihn auch nicht spielen wegen Gadok. Weder Gadok noch Green Sunsinit darf hier jetzt noch spielen. Aber so ein Knight oder so, der tut schon weh. Ja, Knight kann ich angreifen. Ja, aber so ein Knight kann Sachen tutoren. Deck das ausfiltern. Das ist korrekt. Er kann halt auch zweimal in der Runde den Knight aktivieren. Ich weiß halt nicht, inwieweit das was bringt. Naja, du hast 24 Länder in dem Deck. Also meistens so um die 24, 23, je nachdem, welche Liste da genau gespielt wird. Aber Regeln sind 24, davon 4 Wasteländer. Selbst wenn er jetzt einen Noble Hierarch bekommt und dann mit einem 0-2er Bird den Gegner tötet, ja, der dann 1-2 im Innenmutrigger. Ja, genau, das. Also, das kann ist ja auch nur. Aber da kam jetzt ein. 3-Mana. Magnus of the Moon. Das ist. Hier könnte man jetzt natürlich den Nidus Reliquary benutzen, könnte das Bio wegballern, Fetchland finden, fetchen. Und hätte 4 Mana auf. Man hätte einfach den Knight ein bisschen gepumpt. Und man hätte einen Vice Source. Ja, genau, das ist natürlich. Da kommt auch der Move auf den Response. Ja. Ich jetzt das Caracas nehmen müsste, um meinen Plan zu vollziehen. Okay, ich wird überlegt, ob man auch was anderes nehmen könnte an Ländern. Ach, er will das Caracas nehmen, um sich seinen Gadok zu bouncen, damit er diesen Kohl in 4-4. Damit er den Garruk spielen Garruk kann. Garruk spielen kann. Ich weiß halt nicht, ob es das wert ist, eine Runde lang ohne Schutz dazustehen, weil das würdest du in dem Moment tun. Einen Moment. Ich habe halt tausende von Outs, die ich mir hätte. Wenn ich jetzt mir das Caracas natürlich hinlege, um mir dann den Garruk zu bouncen. Weil es halt wirklich schwierig in dem Moment. Wie viel Schaden macht er? Der Garruk? Der Garruk kann er damit. 3 Schaden. Er kann damit direkt wieder den Magus umbringen oder halt auch den Goblin. Ja. Was sehr gut ist. Und er hatte jetzt da Mana. Mana hatte er. 5. Ja, dann bringst du einfach den Magnus um, kannst zweimal deinen Knight sogar aktivieren und hättest dann nochmal 3 Mana, um den Garruk wieder zu spielen, wenn du jetzt mit Caracas auf Caracas gehst. Und so sieht es auch wahrscheinlich aus, dass er jetzt Caracas nimmt. Ja. Muss halt nur 2 Länder dafür. Bounce den kiffenden Kithkin. Dann Goblin Go. Weil wenn du jetzt siehst, er hat 3 Mana auf dem Board, wovon er 1 rot ist. Plus den. Oh, Green Sunsinit. Plus Nummer 3 oben. Also Green Sunsinit findet ihm halt hier, wenn er mit 5 Mana reingeht, auch den Knight of Autumn und macht die Bridge kaputt. Mountain. Wenn man es unbedingt braucht. Ich würde erst aufbauen lassen, da der Gegner gar keine Chance hat, weil er kann jetzt deinen Planeswalker nicht angreifen. Ja. Und wenn er den angreift, dann gehen halt Kreaturen von ihm drauf. Ja, das stimmt. Oder nur 1-1er Goblins und er versucht ja so viele 1-1er gerade anzuhäufen. Und sobald er jetzt diesen Planeswalker droppt, muss er seinen Plan changen, ich glaube, der Christoph. Es wird halt schwierig, den Plan überhaupt zu changen. Ja, ja. Was jetzt natürlich vernichten wäre, wenn jetzt so eine Chandra oder so ein Khan kommen würde. Wobei, er hat das Mana nicht dafür. Wer hat das Mana nicht? Der Moonstompy. Habe ich mich verrechnet? Er hat 3 Mana, hat noch ein 4. Mana. Und da liegt Natalia. Also ja, weder Khan noch den Planeswalker noch irgendwas anderes. Nee, ich meine, er könnte jetzt beide Karten spielen. Wieder Garruk und sein Planeswalker. Mit dem Garruk den Magnus abschießen und seinen Gadok wieder spielen, damit der Gegner einfach nichts dagegen machen kann. Würde ich gerne. Kriegst du vom Mana nicht hin. 3. 4, 5, 6, 7, 8. 8 Mana kriegst du diese Runde hin mit dem Knights. Ja, stimmt, mit den Knights noch, klar. Ja. Kannst die Knights noch dabei benutzen. Aber hier wurde jetzt einfach der Knight of Autumn geholt. Der schießt die Bridge weg. Damit man mit dem Knight schießen. Nee, Chalice sogar. Chalice. Chalice. Oh. Chalice auf 1. Wie schon vor gefühlt 20 Runden. Und dann, er hat das Wort zu Blowshards, um nochmal dieses... Ja, um den kleinen Goblin abzuschießen, aber er möchte da ja so hingehen, dann zuhauen. Die Frage an der Stelle ist halt, inwieweit es aktuell jetzt wichtig ist, dass er den Knight of the Autumn nicht mehr im Deck hat.
Weil die Bridges loszuwerden ist schwierig. Hat er zwei? Hat er nur eine? Eine spielt mal Main und eine eigentlich im Sideboard. Das kann sein. So habe ich es aufgestellt in meinem Merrick, aber ob er es anders aufgestellt hat. Christoph hat hier gezeigt, dass er einen Planeswalk auf der Hand hat und versucht das jetzt ein bisschen zu. Verstecken. Aber er kann ihn ja jetzt wieder spielen, den Planeswalk. Da ist ja der Witz da dran. Kostet 5 Mana, er hat nur 4. Ah, da war der Fehler an dem ganzen Ding. Ja, und wenn er den nicht los wird, gehen die Goblins los und die werden an der Stelle jetzt auch losgehen. Muss er in den Goblin gehen. Eine Menge Goblins, die jetzt angreifen. 5, aber die kann er easy wegblocken. 2, 3, 4, 4 Stück. 1, 2, 3. Hat er noch die Bridge genommen? Nee, aber er hat eine Karte, die ich ausspielen kann. 3 und ich krieg 2. Ja. Ah, er blockt dich mit dem Night of. Nein. Der ist nur 2-1. Ne? Genau, ja. Genau, Night of Autumn ist nur 2-1. Wenn man mit dem Modus ins Spiel gekommen ist, er kann natürlich auch mit den plus 1 plus 1 Marken ins Spiel kommen als Modus. Belasten. Was ihn halt einfach zum beefigen 4-3er macht. Für 3 Mana, ganz okay. So, jetzt ist halt die Frage, wie gewinnt man jetzt? Ja, weil die Brücke jetzt da liegt. Ja, geht man jetzt in den Beatdown-Plan? Also? Naja, erstmal sucht man, füllt man, leert man sein Deck ein bisschen. Da ja Kevin noch einen Swords hat und den Markus easy wegschießen kann, ja, würde ich jetzt auf den Fetchland gehen. Ah, und dann Swords into Magos into, also Sword auf den Magos und dann den Cradle. Natürlich, die rammt dem Mana ohne Ende, sobald du sie abnehmen kannst. Genau, mit dem, damit kriegst du auch den Gideon sehr einfach rausbezahlt. So, dann geht das nächste. Da würde ich jetzt auf den Fetchland gehen. Das weiß er dann noch durch den Birds of Paradise da oben oder durch den Noble Hierarch, den er jetzt nächste Runde spielen kann, ist er End of Turn alles noch. Mm. Glaube ich zumindest. Naja, das End of Turn von Christoph. Ja. Ist interessant. Normalerweise sagt man immer die blauen Decks, die so viel am End of Turn vom Gegner machen, aber grün-weiß kann das halt genauso gut. Das Schlimme bei dem Deck, du bist mehr am Shuffeln als in anderen Decks irgendwie so gefühlt mit Maverick. Ja, mischen da, muss man können. Da kommt aber ein rot-grünes Fetchland. Rot-grünes hat er rot dabei? Ja. Nee. Dann hätte ich jetzt ehrlich auch ein grün-weißes noch. Er benutzt es nur, weil Old Bordard hübscher ist in seinen Augen. Ich verstehe es nicht. Da kam jetzt kein Swords geflogen. Weil er 2 Mana braucht durch Italia. Genau. Deswegen hat er nur noch 1 offen. Genau. Also hätte es nicht auch 2 machen können, indem er den Wald wieder zurück auf die Hand nimmt, aber hat jetzt keinen mehr. Also bevor er die Knights hat. Jetzt kann er halt mit Caracas und Bird kann er halt 2 Mana machen. Na, er nimmt sich einfach 1, 2 Mana. Er hätte auch Noble Hierarch dafür nehmen können. Tatsächlich, ja. Genau, ja, Swords den Magus. Geht Christoph hier mit Moon auf 28. Der geht ins Extra, du kriegst 2 Leben. 2, 4, 6, 7 grüne Mana durch Scar's Cradle. So auf 28? 18. Ach so. 7 Mana durch Scar's Cradle, richtig kaputte Karte. Es gibt einen Grund, warum die immer teurer wird. Abgesehen von Reserved List. Ja, Scar's Cradle ist so. Es ist halt eine sehr starke Karte gegen manche Matchups dann. Ja. Wenn da so, keine Ahnung, Lands oder so. Dann bist du froh, wenn du Garrus Cradle hast und deine ganzen Kreaturen bezahlen kannst. Das Tabernakel bezahlen kannst, das ja. Tabernakel, ich denke auch, dass es da ganz cool ist von der Idee. Oder halt schneller rampen kannst irgendwie. Er zeigt hier auch nochmal mit der Checkkarte, dass es auch wirklich der Garuk ist und keine andere Checkkarte, keine zweite Checkkarte. Ja, der Garuk könnte jetzt hier halt hier den Goblin abschießen. Den Rebel Master, ja. Und flippt dabei, weil der nur 2-2 ist, oder? Genau. Und wenn der geflippt, dann ist... Dann kann man auf der einen Seite allen seinen Kreaturen Trampel geben und plus X, so wie X die Anzahl der Kreaturen aufrufen. Ah, ist halt schon doof. Er kann plus 1, kriegt er einen schwarzen Death Touch Wolf. Und er kann eine Kreatur opfern, was viel geiler ist. Und er kann eine Kreatur opfern, um sich eine Kreatur aus dem Deck zu suchen. Genau. Ich weiß nicht, was für eine und wohin. Aber jetzt geht er. Wenn er den zweiten Herbstritter hat, also Night of Autumn, könnte man den halt raussuchen. Für die Bridge. Das wäre eine Idee. Ansonsten, Fetchland an der Stelle findet ein Duel, weil ich glaube, es sind auch keine Basics mehr drin. Doch, eine Ebene. Ein Ebene. Aber die konnte er mit dem Fetchland nicht finden. Ne, weil das war das Rot-Grüne. Genau. Genau. Aber er kann jetzt, ich weiß nicht, da spielt er diese, spielt das Horizon Canopy? Soweit ich weiß, ja. Dann kann er nächste Runde nochmal eine Karte mehr auf der Hand haben und da will ich das Force of Vigor oder
was weiß ich, an Artefaktzerstörung ziehen, um da durchzubrechen dann. Ja. Weiß und Grün nimmt den Garok. Und mit dem letzten Grün hätte man noch den... Und haut für zwei wieder zu, wegen Edelmut. Ja, jetzt kannst du spielen, oder? Er hat die Schlange auf der Hand, die Level-Up-Schlange, die hier nicht gespielt wurde, was ich sehr interessant finde. Ah, wie heißt die denn nochmal? Hex? Der Hex-Drinker. Hex? Ja, heißt die? Ich glaube, ja. Auf jeden Fall die Level-Up-Schlange, die man hier nicht gemacht hat. Aber jetzt kann man natürlich Dried Arbor droppen. Von der Top. Ja, Dried Arbor droppen, für das Grüne den Hex-Drinker spielen. Und genau. Man könnte damit dann halt den Hex-Drinker relativ schnell auf... Hex-Drinker. Ja, Hex-Drinker. Und dann halt... Dann sind das zwei, vier... Hat er zwei Handkarten? Sieben Damage. Die Goblins mussten nicht mehr angreifen, weil der Rebel Master weg war. Yes. Natürlich auch nicht schlecht. Ich glaube, hier blockt ein Goblin den Knight of Autumn. Ja, das ist ein fairer Threat, da gehen beide. Ja. Weil er nur 2-1 hinten ist. Und jetzt gucken wir mal, ob er noch unter seinen Garrock fällt. 5 Damage auf den Ding. Ich weiß nicht, ich hätte vorher wahrscheinlich Scar's Cradle benutzt zum Level-Up. Nein, weil wenn er jetzt seine Handkarten los wird, kannst du dann noch, wenn er nur eine Karte behält... Aber weil er weiter 2-1 ist. Er kann ihn doch pushen im Angriff, im Combat, oder? Nee. Level-Up geht nur als Sorcery. Ach, geht nur als Sorcery. Ach, genau, schade. Genau. Dementsprechend... da wird jetzt nochmal der... Da kommt noch so ein Wolf. Kommt da gleich so ein Wölfchen rein, der direkt versetzt werden soll. Ich glaube nicht. Ich glaube, ich habe keine Wolf-Token, keine schwarzen mit Death Touch. Ich habe noch keine komplette Set. Dafür haben noch nicht genug Leute über meinen Link bestellt. Noch nicht. Genau. Alle gewinnen. Jetzt hat er 5 Mana. Und jetzt liegt auch wieder der Gardok. Dementsprechend kann er da halt auch nichts mehr machen. Ist wieder auf 2 Handkarten. Hier wird dann ein Land rausgesucht. Wahrscheinlich into Fetchland, into... Kann auch die Horizon Canopy sein. Oder Fetchland into, was weiß ich, und dann Horizon Canopy, damit er nochmal eine Handkarte mehr hat. Für die nächste Runde. Aber er hat gar nicht mehr so viel aus. Hast du gerade beim... Ach! Abrupt Decay, ja. Abrupt Decay ist ja auch noch so ein Out für die Bridge. Ja, für die Bridge. Ja, es scheint hier Fetchland into Duel zu sein. Und dann tut er weiter tappen und sucht sich. Ramunab auch nicht so bad. Bringt die gerade nichts in dem Matchup? Nö. Kann er aktuell ja eh nicht rausholen. Er hat jetzt nochmal nachguckt, ob er was anderes findet. Bringt halt nur, wenn der Early den droppt, weil er dann immer wieder was ein bekommt. Ein Wasteland Dog oder any Sud, genau. Ja, aber gegen Monorot auch nicht. Also selten. Selten, ja. Den würde ich auch sogar raus sideboarden. Ich denke auch, also der tut dir nicht viel. Tut dir nichts. Und den Sanctum Prelate, aber der kostet 2 Weise. Ich glaube, den habe ich bis jetzt noch nicht gesehen im Deck beim Durchmischen. Da ist ein Green Sun Zenith gewesen. So, du hast 2 Handkarten. Den man nicht spielen kann durch Garrok. Naja, kann man schon. 8, 9, 9 Damage, die auf den zukommen. Kann man schon spielen, wenn man es braucht. Nee, kann er nicht, wegen Garrok. Hallo, Karakas bouncen. Ja. Karakas bounce und dann into... Ich suche mir was Cooles raus. Ja gut, der hätte into Knight, wenn er den zweiten Knight spielt, into Green Sun Zenith, Knight of Autumn, into Beat mit beiden Knight of the Reliquary und meine ganze Armee, das wäre lieber gewesen. Das sieht jetzt auch so aus, als würde das hier gleich auch zu Ende gehen. Also so ist es nicht. Ja, also da kann der Moon-Spieler halt auch nicht mehr so viel tun, da rauszukommen. Ja, aber wenn man gewinnen kann, gewinnt man, ne? Denke auch. Also das und wenn jetzt unnötig das Spiel in die Länge ziehen. Leider eine Raucherpause bekommen. Ja, es sei denn mit der Maverick. Ich habe gehört, Maverick-Spieler ziehen gerne das Spiel in die Länge. Ja, ich glaube, ich bin immer der Letzte auf dem Turnier gewesen. Ja, egal ob Miracle oder Maverick. Hauptsache M. Was? Ja, Hauptsache M am Anfang des Namens. Nein, also Maverick. Jetzt ist leider ein Top-Deck, oder? Gut. Ja. Der Green Sun kann nicht gespielt werden. Da würde ich direkt einen Judge rufen. Ja. Das kostet einem das Game. In Ramunab, genau, die sucht sich auch noch die schlechteste Karte raus. Nö, ist egal. Den hab ich. Ja, da ist noch eine Ensign Bridge, die macht halt. Er hat keinen zweiten Knight. Und hätte er ihn jetzt gedroppt, hätte er gewonnen. Wahrscheinlich, ja. Zweite Ensign Bridge. Noch eine. Ja, also der Green Sun ist halt illegal. Damit das zweite Warning.
für den Kevin, aber trotzdem 2-1 geworden. Ja, es passiert halt, wenn man in der aktuellen Zeit wenig Karten anpackt. Gut, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao. Ciao, ciao.